Hallo, mein Name ist Ken Blocker, ich bin Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Unterelbe Westküste. Wir wissen aus unserer täglichen Arbeit, dass Sie als Unternehmen zurzeit vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Kurzarbeit und Umsatzausfälle in der Corona-Krise lassen natürlich auch unternehmerische Prioritäten schnell verschieben. Es wird daher von Tag zu Tag auch schwieriger, Ausbildung aufrechtzuerhalten und Praktikums- und Ausbildungsplätze auch für das kommende Schuljahr anzubieten. Das ist uns vollkommen klar. Je länger die Pandemie andauert und je schwerwiegender die wirtschaftlichen Folgen, desto eher werden Sie wahrscheinlich auch den Abschluss neuer Ausbildungsverträge verschieben wollen. Ich möchte Sie aber heute dazu ermutigen, auch in diesen turbulenten Zeiten an übermorgen zu denken. Prüfen Sie bitte, inwieweit Sie vielleicht doch Praktikumsplätze und auch Ihre Ausbildungsbereitschaft aufrechterhalten können, um nämlich auch in den nächsten Jahren auch einen Einbruch im Fachkräftenachwuchs zu vermeiden. Denn nachdem diese Krise überwunden ist, sind nicht nur Sie als Betrieb mehr denn je auf die qualifizierten Fachkräfte angewiesen, auch Schulabgänger brauchen Perspektiven, Azubis brauchen Perspektiven. Unser Appell daher: bieten Sie, wenn es Ihnen irgendwie machbar erscheint, weiter Praktikumsstellen an für Schülerinnen und Schüler, für Studentinnen und Studenten. Es wird sich mit Sicherheit lohnen.